Die Begriffe emisch und ethisch beschreiben zwei gegensätzliche Forschungsperspektiven in den Sozialwissenschaften und der interkulturellen Forschung. Der emische Ansatz versucht, kulturelle Phänomene mit den Augen der Betroffenen zu betrachten. Beim ethischen Ansatz nehmen die Forscherinnen und Forscher einen Standpunkt außerhalb der untersuchten Kultur ein. Werden beispielsweise Handlungen untersucht, in denen die Gründe für das Handeln von den Betroffenen selbst erklärt werden, wird aus der emischen Perspektive geforscht. Sind die Gründe für die Handlungen den Betroffenen nicht bewusst, können sie aus der ethischen Perspektive von außen untersucht werden. Emische und ethische Forschungsperspektiven ergänzen sich also wechselseitig.